Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Unser Wasser ist gut, aber es geht noch besser. Wie das gehen soll, erklärt uns heute der bekannteste Wasserexperte Deutschlands, Erich Meidert. Bleiben Sie dran! Hallo Erich, herzlich Servus, willkommen! Grüß dich Gott! Ja, unser Wasser, ist das wirklich gut oder ist es nur mittelmäßig? Und ja, wo siehst du vor Verbesserungspotenzial? Also ich muss sagen, ich bin ja in der ganzen Welt umeinander. Ich war 2013 in Abu Dhabi, Oman und in China viel, Taiwan. Und dann war ich jetzt erst in Afrika im November, 12 Tage lang. Und da interessiert mich natürlich seit vielen, vielen Jahren immer die Wasserqualitäten. Also ich nehme immer Messgerät mit und da schaue ich zum Beispiel in Kenia, bin ich seit 30 Jahren, weil mein Trauzeuge kommt aus Kenia. Da ist Inder, deutscher Honorarkonsul, österreichischer Konsul und da bekommst du immer verschiedene Wässer. Und unser Wasser ist das am besten kontrollierteste, heißt es, so sagt man. Aber ich bin da halt durch eigenes Leid, muss ich wirklich sagen, durch eigenes Leid so richtig zu dem Thema Wasser gekommen und das hat mich dann irgendwann besessen gemacht, diese Forschung besessen. Und zwar hatte ich wahnsinnig viele Rückenschmerzen und da kam ich zu diesem Farudin Batmangelic. Farudin Batmangelic war ein iranischer Arzt und der hat ein Buch geschrieben und das heißt, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Er hat insgesamt mehrere Bücher geschrieben. Dieses Buch hat Auflage von 7,5 Millionen. Und der Schah von Persien, die Älteren unter uns erinnern sich noch, ja, genau. Schah von Persien, da gab es die Revolution, den Umsturz im Khomeini-Regime und der kam ins Gefängnis. Er war also eine sehr reiche Familie, hatte in Amerika studiert und dann in Iran seine Praxis aufgebaut. Auf alle Fälle kam der ins Gefängnis, in die Todeszelle, 80 Leute, ungefähr die Größe von so 20 Quadratmetern, 80 Leute, 8 Stunden schlafen, also liegen, 8 Stunden sitzen, 8 Stunden stehen. So waren da die Verhältnisse. Und da kam einer zu ihm und sagte, Hilfe, Hilfe, mein Magen, ich habe Magenbeschwerden, mir tut alles weh, hilf mir. Und sagt er, Entschuldigung, was soll ich hier machen? Ich habe meinen Gefangenengewand an, trink mal Wasser. Dann hat er 2 Gläser Wasser getrunken, kommt wieder nach einer halben Stunde und sagt, ein Wunder ist geschehen, es ist viel besser. Und sagt er, trink halt noch mal Wasser. Und so kam er drauf. Und da hat er tatsächlich, und das ist nachgewiesen in der Todeszelle, 3000 Menschen nur mit Wassertrinken geheilt. Das war ja ein Glück, dass das Wasser überhaupt zur Verfügung stand da in den Todeszellen. Damals, das war 1970. Ja. Auch 1970 war die Wasserqualität noch eine andere, als sie jetzt ist. Ich meine, wir haben das Thema Erster Weltkrieg, wir haben Zweiter Weltkrieg, wir kommen da auch noch später drauf. Mhm. Und wir haben das Thema 1970, 1990, 2010. So verfolge ich das und es ist ja Gott sei Dank, durchs Internet kann man sehr viel mittlerweile recherchieren und da war die Welt damals noch eine andere und unser Wasser ist gut, man kann es noch bessern, ja, das stimmt, weil wir jetzt ja die Folgen, und das ist einfach Thema von später einfach mal, die Folgen des Ersten, Zweiten Weltkriegs erst jetzt 170 Jahre später zu spüren bekommen. Ich will da nicht vorwegnehmen, aber es zeigt sich, dass das, was wir jetzt machen, durchaus verbesserungswürdig ist. Aber das Drama ist halt einfach, wir haben in Deutschland 594.000 Kilometer Leitungen. Das Leitungsnetz für die Wasserleitungen ist 594.000 Kilometer. Und ich weiß, ich komme da vom Schliersee, dass da Leitungen zum Teil 80, 100 Jahre alt sind, welche sind ganz neu und diese 594.000 Kilometer, die kann man halt einfach nicht mehr auswechseln von heute auf morgen. Da gibt's ja Geh- und Fahrtrechte und du kannst dir vorstellen, in Frankfurt oder in St. Gallen sagst du, ja, liebe Leute, wir wechseln das aus und überall, wo es Wasser ist, ist auch Leben.
Weil Wasser ist das Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Also hat sich da im Laufe der Zeit natürlich sehr viel angesammelt. Und ich würde schon massiv jetzt, und das ist meine Mission im nächsten Jahr, und da werde ich, egal, da gebe ich alles dafür, wir müssen unser Trinkwasser jetzt verbessern, und zwar die Kläranlagen. Die Kläranlagen haben wir 3, in der Schweiz oft 4 Klärstufen, und das ist einfach viel zu wenig. Der erste ist ein Rechen. Also jetzt habe ich meine Hand, das ist auch wie ein Rechen. Mechanischer ganz grob. Schutz. Ja. Das ist ganz grobe. Also was man halt alles so in die Toilette reinspeist, das ist die erste Stufe. Das zweite ist, dass durch eine Art Sandfilter geht, dann löst sich sehr viel ab als Klärschlamm, der berühmte Sand. Aber wie hoch ist der? 2, 3, 4 Meter, aber da marschiert natürlich viel durch. Da kommen wir auch wieder nochmal drauf, aber... Und dann ist das dritte die Mikrobiologie. Und die Mikrobiologie sind halt die kleinen Tierchen. Und da hatte ich mal einen Versuch in Rottal-Münster, im Niederbayerischen, wo wir das Abwasser mit 98% klären konnten, nur über die Mikrobiologie. Aber die haben natürlich dieselben Voraussetzungen gebracht. Das war ein Lehrstuhlinhaber von der Uni Deggendorf. Und das war vor 10 Jahren, aber dieser Mann wurde dann, es konnte nicht weitergeführt werden, weil die Kläranlagen dann natürlich nur noch ein Drittel gekostet hätten wie sonst. Also ich will weit weg von der sogenannten Verschwörung, weil ich weiß, dass diese Leute existieren. Das sind Musikanten, das sind fröhliche Leute und es gibt schon Alternativen und der Fortschritt ist da. Manche, die halt Pfründe haben, also wenn ich dir heute sage, du bist nicht krank, du bist durstig, dann werden viele Leute mit weißem Kittel nicht unbedingt sagen, ja, das stimmt, trink mehr Wasser. Und die Qualität unseres Wassers ist nicht mehr so gut. Ich habe hier eine Folie, ich habe das gefunden. Und zwar ist es die europäische Trinkwassernorm im Jahr 1980. Es ist praktisch nicht möglich, die Trinkwasservorschriften aus dem Jahr 63, 71, die kann ich nicht mehr so, egal wo ich suche im Internet, Stunden und Tage lang so recherchieren. Aber die EWG 1980, diese Parameter, ist bei uns auf der Homepage auch drauf. Da siehst du hier zum Beispiel eine, also wir werden es dann ja noch nur einblenden oder ich habe die auf der Homepage. Mhm. Da siehst du die Richtzahl von der elektrischen Leitfähigkeit 400 Mikrosiemens und interessant ist hier die Kennzahl 2500 Ohm. Der ohmsche Widerstand ist nichts anderes als, ich kann ja Wasser nicht zusammendrücken. Du kennst es von den Wasserhydraulikgeräten. Reines Wasser kannst du nicht zusammendrücken. Ja. Und jetzt gibt's Wasser mit 60.000 Ohm und ich schwöre, ich war noch nie bei Lauretana, aber Lauretana wirbt mit 60.000 Ohm. Also konnte ich das mit einem einfachen Elektrogerät auch messen. Ich hatte meinen Installateur, meinen Elektriker, und da habe ich gesagt, du Bene, miss mal einfach das Leitungswasser. So und so viel Ohm Widerstand. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt misst du mein Wasser? Das gibt's doch nicht. Also da hatte ich ein Zehnfaches von dem Widerstand, von dem Wasser. Weil nochmal, Wasser kannst du nicht zusammendrücken. Du wirst es jetzt im Frühjahr wieder sehen. Wenn die Löwenzahn, wenn er raussprießt, wenn es die Platten sprengt und das Wasser hat so einen unvorstellbaren Druck. Zum Beispiel, wenn du eine Rostkastanie, die jetzt zum Baum wird, ja, dann platzt ja die Kastanie. Wie viel Druck, glaubst du, entwickelt das, damit es platzt? Eine Rostkastanie, sind ja schon ziemlich zäh. Also das, ja, das wie viel brauchst du? Ich habe keine Ahnung, ich würde sagen, vielleicht 2 Atmosphären, aber doppelter Atmosphärendruck. Du brauchst 400 Bar. 400 Bar. So eine Kraft kann das Wasser entwickeln. Und was wir immer vergessen, und jetzt auch immer wieder, was aber jetzt in der Alternativ-Komplementärmedizin braucht, was treibt das Wasser an, was gibt ihm die Kraft? Schau, im Winter hast du den Krokus. Der Krokus kommt plötzlich raus, da ist Schnee da, es ist richtig zapfig noch und plötzlich ein Schneeglöckchen. Das gibt's doch nicht. Wo kommt das her? Was hat das für Kraft? Die Kraft kommt aus der Wärme, aus dem Licht und vom Wasser. Das treibt uns an. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel glauben, da gibt's den Thomas Cohen, der ja auch nachgewiesen hat, your heart is not a pump. Wenn wir glauben, dass unser Herz uns antreibt, die Pumpe, da muss ich sagen, sorry Leute, da bräuchst du das Dieselaggregat eines
Schwerlaster ist mit ungefähr 600 PS, weil das Herz selber, schau, du hast, jetzt komme ich ein bisschen ab vom Thema, aber nur als Ansporn zum Nachdenken, wir haben 6 Liter Blut. Das wird durchgepumpt und man sieht diese schönen romantischen Zeichnungen. Ja, da sind die roten Blutkörperchen und die flutschen so durch und dann gibt es so seitlich so Ablagerungen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht ganz vom Thema wegkommen, aber das muss jetzt gesagt werden. Das, da glauben die Leute, okay, 6 Liter Blut, dann hast du die Pulsschläge 60 Mal. Umgerechnet hast du am Tag 7000 Liter, das durch den Körper durchläuft. Du hast aber leider 70% laufen durch die Kapillaren. Die Kapillaren haben eine Größe von 3 Mikrometer, die roten Blutkörperchen aber von 6 bis 7 Mikrometer. Ja, ja, wie geht jetzt das? Ja, wie geht du brauchst das? Ja Energie. Aha. Und wenn du den Blutfluss siehst im Fernsehen oder in den Aufnahmen, dann fließt es schön konstant durch. Mhm. Das Herz macht aber bum, bum, bum. Also müsste es hups, hups, hups gehen. Also, wie geht das? Was da treibt uns an? Braucht höheren Druck. Ja, aber nicht schlagweise. Aber warum fließt es so harmonisch durch? Und nochmal, 70% musst du praktisch die roten Blutkörperchen, die musst du mehr oder weniger falten. Das sieht man auch in den mikroskopischen Aufnahmen. Die würden ja nicht durchgehen. Rote Erythrozyt hat diese Form. Jetzt wird er sich aber biegen. Und dann kommen wir später bei den Wasserqualitäten noch durch. Aha. Also muss man sagen, das muss man alles berücksichtigen. Und drum ist die Wasserqualität das ganz entscheidende Basis, weil Wasser ohne Wasser geht nichts. Die inneren Organe, alle arbeiten vom ersten Herzschlag im Fötus bis zu deinem letzten arbeiten die. Wenn du aber eine Maus umbringst, haben israelische Forscher nachgewiesen, und eine Stunde nach deinem Tod fließt immer noch Blut. Ja, wie gibt's jetzt das? Und alles hängt, Wasser, Wasser treibt uns alle an. Die inneren Organe, Herz, Lunge, Leber, Milz, Niere, alle, Gehirn, nicht alle, aber das Gehirn hat 90% Wasseranteil, wenn wir zur Erde kommen. Und wenn wir gehen, oft nur noch 50% bei Demenz. Aber Wasser ist das zentrale Grundlage. Und wenn du bitte dein Auto nicht genügend mit gutem Öl versorgst, dann irgendwann frisst den Motor. Beim Auto macht irgendwann Bumm. Oder er fährt zum, auf Bayerisch jetzt, Nackeln. Nackeln heißt, genau. Der Nagel. Ja, so ein bisschen so, da irgendwas fehlt. Dann gehst du gleich zur Merkstätte. Und der Mensch sagt, hei, 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 ach, sag es, klar, meine Schultern werden ein bisschen schlechter. Und ja, das sind halt Ablauf. Und drum ist sauberes Wasser der Schlüssel. Und leider ist in Deutschland, kann man die Wasserqualität verbessern? Und ich appelliere heute an jeden, individuell die Lösung zu suchen. Der Staat kann es nicht mehr schaffen. Bei 594.000 ist die amtliche Zahl vom letzten Jahr Leitungen, die da sind und zum Teil neu sind und zum Teil 100 Jahre alt sind, zum Teil 50 Jahre. Und ich sehe es halt hier, da habe ich noch das, das habe ich, das ist die Wahrheit, weil ich natürlich an jeder Baustelle, ich bin ja, in meinem früheren Leben war ich ja Baumafiosi. Das sind verrostete und das sind alte Leitungen mit Ablagerungen. Wie alt sind jetzt sie zum Beispiel? Also das ist jetzt, das war jetzt, das ist das von Schliersee, das letzte, das war 50 Jahre. Das hat der Olympiateilnehmer mir gegeben. Weil ich natürlich so beklopft bin, ist irgendein Bau, der wird abgerissen, gehe ich rein in die Baustelle und schaue nach Leitungen. Und schneid die zum Teil raus. Also da könnte ich, ich habe es jetzt extra nicht mitgebracht, gibt genug Horrorgeschichten über unser Wasser, aber ich meine halt, jeder Mensch, unser Wasser, die Wasserwerke tun, was sie können, die Leute. Ich meine, aber man muss schon eines auch mal ganz ehrlich sagen, wir reden jetzt gerade über Krankenschwestern, über alles. Ich habe mir die Tarife geben lassen von Wassermeistern, die verdienen zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto oft. 2,1 ist der Tarif oft, und da muss man auch sagen, das sind die entscheidenden Berufe. Und diese Leute verdienen mehr als 2.500 Euro brutto im Schnitt. Also das muss man auch sagen. Und das, mir geht es um die Gesamtheit. Also man bemüht sich, man versucht es, aber da muss die Politik jetzt mal einschreiten und sagen, liebe Leute, wir brauchen wenigstens, und da kommen wir auch später 100% drauf,
eine vierte Stufe, dass wir unser Wasser mit Mikroplastik, mit der ganzen Biologie, da gibt es Ultrafiltrationen, da gibt es Ozonisierungen, da gibt es Behandlung, da gibt es Natriumhypochlorid für das Virenthema. Und da kann man einfach mehr machen. Und dann, jetzt sage ich es extra populistisch, muss ich jetzt nicht in Mali Deutschland verteidigen für 12 Milliarden oder in andere Völker, sondern ich könnte meine Kläranlagen aufrüsten. Und selbst wenn ich es nicht subventionieren würde, der Wilfried Sodemann hat ausgerechnet, es kostet 5 bis 6 Euro pro Person in Deutschland mehr, wenn ich die Kläranlagen aufrüsten wollte. Also. Und das ist eine Investition in Prävention und Volksgesundheit. Absolut, absolut. Und jetzt sind wir ja in einer ganz verrückten Zeit, wo ja Komplementärmedizin, also sagen wir mal, wir sind die Verbindenden. Ich sage, Ärzte absolut top, aber auch der Kopf heilt, die Einstellung, die Ernährung. Ja, es heißt halt immer ausgewogen ernähren, aber was heißt denn das? Die biologische Landwirtschaft, was heißt das einfach? Da Förderungen und das kommt uns allen zugute. Und darum haben wir jetzt, das werden wir sicher noch länger haben, eine ganz verrückte Zeit, weil natürlich nicht nur Tabletten, sondern Hilfe zur Selbsthilfe angesagt ist. Und darum sage ich, also unser Wasser ist gut, es ist, man versucht alles, aber wir müssten jetzt den nächsten Schritt machen in der Politik, dass wir sagen, okay, wir können diese Rohre, die Leitungen, das können wir nicht mehr machen. Liebe Leute, aber wir könnten jetzt noch eine Stufe einführen, weil wir haben ja jetzt immer mehr das Thema, weißt du, wie viele Medikamente im Umlauf sind im Moment? In Deutschland? Keine Ahnung. 104.000. Ich hatte 104.000 verschiedene Medikamente, ja. Labels. Ja, ja, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Ah. Und als ich meine Laufbahn begonnen habe, hauptberuflich mit dem Wasser, waren es nur 80.000. Es gibt ja immer wieder neue Varianten, es gibt ja immer wieder neue, du musst ja immer über was auf den Markt bringen, was immer wieder ein Geschäft macht. Die Pillenindustrie hat 200 Milliarden Umsatz, nur mit Tabletten in dem Sinn. Und ich verurteile es ja nicht, sondern ich sage, aber irgendwo geht's raus. Es geht ins Abwasser. Ja. Und eines kann man jetzt schon auch sagen. Ich habe es von der Uni Wien und die haben in Vöslau, gibt's ja Vöslauer Wasser, aber in Vöslau, man kann direkt feststellen, wenn die Inzidenzien fallen werden, dann kannst du das im Abwasser jetzt schon messen. Weil du kannst jeden bescheißen. Aber Entschuldigung, aufs Klo muss jeder. Und dann, wenn du das Abwasser misst, dann siehst du, was da alles drin ist. Und deshalb, bei aller Liebe, man probiert alles, unser Wasser ist gut, was vom Himmel kommt, aber es gibt in Deutschland unvorstellbare Unterschiede. Unglaublich. Also wir haben, ja, schau her, Schwarzwald. Im Schwarzwald hast du Schwarzwald, Bayerischer Wald, das sind unberührte Flecken und ich mache immer, die Leute rufen mich an. Und dann sage ich, wo wohnst du? Und dann sagt er mal den Ort, dann schaue ich mir gleich Google Earth an. Okay, und dann kann ich ihm schon mal, der braucht mir gar nicht sagen, was er für Wasser hat. Aber ich gehe natürlich sofort auf die Wasserwerke und dann schaue ich mir die Wasserwerte an. Also Beispiel, das Höchste, was ich jetzt hatte, war eine Leitfähigkeit von 1800 Mikrosiemens und das andere war 30. Aber der mit 30 hat mir denselben Text gesagt wie der mit 1800. Sag mich dich schnell Mikrosiemens nachfragen. Ist die elektrische Leitfähigkeit. Also Wasser leitet ja nicht. Eine Batterie leitet ja nicht. Das ist reinstes destilliertes Wasser. Vom Himmel kommt übrigens, wenn wir jetzt diese berühmten Streifen nicht haben, kommt reines dampfdestilliertes Wasser. Wie soll es anders gehen? Es reinigt sich ja selber. Du hast unten, du hast die Sonne, das Wasser steigt hoch, macht die Wolken, regnet runter, ich messe das, keine Leitfähigkeit. Da sind keine Ionen drin. Batteriewasser, genau. Wo jeder sagt, du stirbst, ja. Aber die ganze Natur lebt vom gestorbenen Wasser. Auch das nur by the way. Das Wichtigste in unserem Leben ist die Sonne, die uns auch antreibt natürlich, ins Wasser. Also, der mit 30 Mikrosiemens, das ist natürlich eine extrem geringe Leitfähigkeit. Und zum Beispiel Lauretana, Plose, Black Forest, Hornberger Lebensquell haben alle zwischen 5 und 30 Mikrosiemens. Es gibt aber andere Wässer. Die Krönung war eins mit 4500 Mikrosiemens. Und das, was ich jetzt mit meinen Live-Gesprächen hatte und bei den Wasserversorgungen gesehen habe, das waren 1800 Mikrosiemens. Und der Text ist immer genau dasselbe. Drum ist mein Appell, differenzieren, anschauen.
Jeder, der sich heute erkundigt, hatte im Leben Riesenvorteile. Nicht alles glauben, prüfen, in sich gehen, stimmt es, könnte das sein, Ursache, Wirkung. Heute hat wirklich jeder, Gott sei Dank, das sind die modernen Zeiten, hat die Chancen, einfach sich zu erkundigen und zu prüfen und nachzuschauen. Wer heute blind glaubt, das sehen wir jetzt in dieser verrückten Zeit, der kann mitunter ganz schön aufsetzen. Das muss man einfach so sagen. Und darum ist unser Wasser gut, aber es gibt so eine EU-Studie, da ist auf Platz 52, irgendwo hinter Kongo, Brazzaville oder so. Also ich will es nicht nur pauschalieren. Es gibt in Deutschland unfassbare Unterschiede in der Wasserqualität. Drum prüfe nicht nur, wer sich ewig bindet, sondern wer auch das beste Wasser findet. Das ist ein schöner Reim. Also da möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Eine höhere Leitfähigkeit bedeutet mehr Ionen, mehr Fremdkörper. In dem Sinn auch eine höhere Leitfähigkeit bedeutet potenziell größere Verunreinigung. Ja, kann man das so ableiten? Da kommen wir zu einer der nächsten Sendungen mit dir. Und da geht es genau darum, das eine wird dir verkauft, je höher die Leitfähigkeit, umso besser. Und die anderen sagen ja, um Gottes Willen, das macht dich ja krank, das bringt dich ja um. Jetzt mal ganz klar gesagt, wir wollen ja Klartext reden. Ja. Die einen sagen, oh Gott, du destilliertes Wasser, du stirbst. Und die anderen sagen, wow, mit diesem Wasser, mit ganz viel Ionen, das ist ja wunderbar. Und das ist einfach ein Thema. Aber darum sage ich eben, du kaufst ein Auto, du kaufst eine Schuhe, da geht man hin und schaut im Katalog, ach, und das Handy, ach, vielleicht das. Aber beim Wasser, da nicht. Das ist aber das Wichtigste im Leben. Und das ist das Schöne an der jetzigen Zeit. Immer mehr Leute kommen drauf und sagen, yes, also ich erkundige mich und ich nehme verschiedene Meinungen. Also Wasser super, ist schon gut, aber man könnte es viel, viel besser machen, wenn man es selber schaut, wenn man es selber prüft und wenn der Staat natürlich jetzt irgendwo einmal die Klärwerke aufrüstet. Da habe ich gerade noch, das muss jetzt noch rein, wenn wir die Klärwerke aufrüsten, haben wir mal was grundsätzlich getan. Aber wenn ich jetzt da die Bilder von diesen Rohren sehen, irgendwie muss ja das wieder transportiert werden. Also haben wir Abkläranlage, haben wir Verbesserungen, gut qualitativ hochstehendes Wasser, aber dann läuft es durch solche Leitungen hindurch. Du darfst, da muss man sagen, der pH-Wert wird ja ganz hoch gehalten. Es wird ja oft Löschkalk dazugegeben. Weil das Wasser, es steht in der Trinkwasserverordnung, darf nicht korrosiv sein. Das darf nicht, wie steht es in der EU, das sollte nicht aggressiv, jetzt heißt korrosiv sein. Aggressiv, weil aggressiv hieße, du hast eine braune Brühe. Ja. Und darum legt man beim Trinkwasser so hohen Wert auf den pH-Wert, Potentia hydrogeni, Potentia, die Kraft des Wassers. Und je mehr ich da Löschkalk dazugebe, umso harmloser ist es. Und dann richtet es mir keinen Schaden an. Und löst auch nicht Stoffe von den Leitungen richtig, ab, die da schon sitzen. Richtig, Game over. Und darum ist es schon so, also dieser Zug ist abgefahren. Wenn einer wirklich gutes Wasser will, dann muss er selber was tun. Weil du brauchst im statistischen Schnitt 120 Liter. Ja. Und dann hast du 120 Liter zum Trinken. Kochen brauchst 5 bis 6 Liter, mehr brauchst nicht. Also ein Bruchteil. Und darum, wenn du für deinen Körper was tun willst, duschen ist es wirklich wurscht, aber das schafft der Körper immer. Aber zum Trinken, da gibt's Besseres, es ist gut, aber man könnte es noch viel besser machen. Historisch bedingt, schuld ist keiner, aber man kann einfach das noch verbessern. Das ist das Thema. Und Game over, das muss ich einfach sagen. Und darum diese Sendung auch. Alles klar. Wo können wir uns weiter informieren? Das hat jetzt bestimmt Interesse Also geweckt. Bei Mr. Water ist natürlich ein Dings, Mr. Water Homepage, da steht zum Beispiel eine Rubrik, die pflege ich jeden Tag, die heißt Wasseralarm. Ja. Und da tue ich jeden Tag in Deutschland eine Havarie rein. Natürlich habe ich Anrufe von den Wassermeistern, die sind ziemlich sauer, dass sie sagen, ja, ist ja schon lange behoben, tun Sie es raus. Und sage ich, ich weiß schon, dass gelöscht ist, aber es war mal da, irgendwo Legionellen oder sowas. Und da tue ich jeden Tag brav meine Havarien rein, weil damit jeder sieht, oh, bei mir in der Nähe ist es ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, du hast eine Stadt mit 10.000 Einwohnern, die brauchen am Tag 12 Millionen Liter Wasser, mal 120. Wo soll das herkommen? Ja. Wo soll es herkommen? Wenn ich mir die Felder anschaue und also.
Da kann ich nach Mr. Besser. Water suchen, um mich da... Ja, mrwater.eu, da ist Stoff für Urlaub drin, zum Lesen. Und Videos, viele. Alles klar, das war ja wieder super spannend, lieber Erich. Herzlichen Dank, dass du uns diese Information mit uns geteilt hast und schön, dass du hier warst. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch. Ich freue mich auch. Servus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Wichtigkeit von Wasser, von sauberem Wasser, kann nicht genug betont werden. Ich hoffe, dieser kleine Weckruf kann Sie motivieren, sich um Ihre Wasserqualität zu kümmern. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.